Hallo, herzlich willkommen bei unserem Livestream und Shabbat Shalom. Die Sonne ist untergegangen und der Shabbat hat angefangen und es ist ein besonderer Shabbat, nämlich es ist der letzte in diesem hebräischen Jahr. Morgen mit Sonnenuntergang beginnt das neue hebräische Jahr und zwar das Jahr 5781. Halleluja! Yes, herzlich willkommen zum Livestream mit Gottes Haus. Wir freuen uns, dass die Community schon versammelt ist. Wir freuen uns, dass ihr mit uns heute diese Zeit, gemeinsame Zeit erleben werdet, erleben wollt. Und unser Gebet ist gewesen, dass ihr wirklich heute eine Zeit des Wachstums und der Erkenntnis des Trainings im Glauben erleben werdet. Und wir haben was Besonderes, nämlich heute gibt es eine echte Premiere. Ja, wir haben unser erstes, wir nennen es mal Inspirationsvideo. Ja, so einen richtigen Namen haben wir noch nicht gefunden. Man könnte es Englisch ausdrücken, aber so klingt es auch ganz brauchbar. Und das hat den Titel Wir sind Gottes Volk. Genau, und das ist eigentlich das Thema von heute Abend. Das Volk Gottes, wir sind Gottes Volk, er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Jawohl, Halleluja. So, wir werden also uns mit verschiedenen Themen erstmal vorab beschäftigen. Du sprichst über Thema Brothaus und wir sollen Brot sein und sowas. Ganz interessant. Ich spreche dann ein bisschen mal zum Thema aktuelle Situation, wie das ist mit den Medien, mit der Aufforderung der Obrigkeit untertan zu sein und solche Sachen. Und wie gesagt, dann werden wir uns diesen Clip anschauen und ich bin schon gespannt. Ja, und ich glaube, dass wir heute Abend wirklich einiges wieder neu erleben können, auch hören können von Gott, hören können vom Heiligen Geist. Und wir wollen gleich starten mit einem Wort aus Offenbarung 21. Das ist heute wirklich am Ende der Schrift. Aber hier ist auch die Rede von Gottes Volk. Und zwar lesen wir erstmal jetzt ab Vers 3. Und ich weiß aus dem, was uns zurückgemeldet wurde, es sind heute Abend wirklich Leute auch hier im Livestream dabei, denen es in dieser Woche nicht so gut ging, die wirklich schwierige Dinge durchschritten haben und die auch geweint haben in dieser Woche über die Dinge, die in ihrem Leben gerade so sind. Und genau in diesem Text kommt dieses alles auch vor. Das ist dieser ganz, ganz, ganz bekannte Text, wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Lasst uns lesen Offenbarung 21, Vers 3 und die nächsten dazu. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Yes. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Yes. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Yes. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Und er spricht, schreibe, das sagt er zu Johannes, schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dieses ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Sohn Gottes, der König der Könige, Herr aller Herren. Er ist alles. Messias,
Er ist der, von dem es heißt, Gott mit ihnen, Gott mit uns. Das ist der Name von Jesus, Immanuel. Ja. Gott mit uns. Das ist die große Botschaft, die das ganze Universum gehört hat und die alles verändert hat, die alles auf ein völlig Neues gebracht hat. Und hier heißt es, siehe, ich mache alles neu. Ja. Alles ist neu. Er ist der Herr über alles und wir gehören zu ihm. Wir sind Gottes Volk. Halleluja. Wir sind sein Eigentum. Ja. Wir müssen auf den schauen. Ja. Auf den unsere Herzen ausgerichtet sind. Wir müssen auf den schauen, an den wir glauben, ja, an den wir unser Herz gehangen haben, der unser Liebhaber ist, mit dem wir eine Beziehung haben können. Und mich begeistern solche Texte. Ich weiß, dass viele Christen haben Stress mit den Texten der Offenbarung, aber ich liebe das. Ich sehe darin dieses große, wie soll ich sagen, dieses Konzert, diese Bühne, die bereitet ist, wo Gott sagt, ich mache alles neu. Habt ihr es gehört? Da wird kein Leid mehr sein. Keine Tränen, keine Schmerzen, kein Geschrei, nichts von alledem, was wir hier haben, wird dort sein. Sondern es ist alles neu geworden. Und diese Neuheit, die fängt schon dann an, wenn wir an Jesus glauben. Und Amen. Das ist etwas, was uns auszeichnet, dass wir zu Gottes Volk gehören. Jawohl. Also diese Verse sind sowas von gewaltig. Und wie du gerade gesagt hast, dass manche Leute mit der Offenbarung Stress haben. Das ist, weil sie die Offenbarung so lesen, dass sie sehr stark auf die, sagen wir mal, negativen Berichte fokussiert sind, die es dort oder dort gibt, wo einfach Gerichte oder schwierige Situationen sind, Katastrophen. Hey, du musst mal dir die Mühe machen und genau das lesen, was sich dazwischen verbirgt. Dann wirst du feststellen, es ist ein einziges Buch des Triumphs Christus. Ja, das Lamm eröffnet das Ganze. Es ist der Herr, der das Ganze in die Wege bringt. Es ist nicht der Feind, der da irgendwie was macht. Es ist der Herr, der das Ganze in die Wege leitet. Das ist das Crescendo. Es ist ein Szenario, was sich da vor unseren Augen entfaltet, wenn wir das lesen. Und wenn wir es mit den richtigen Augen lesen, dann wirst du sagen, das ist ja das Abgeredete, das Genialste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Und es ist ein Vorrecht, in diesen Zeiten, wo das alles geschieht oder zu geschehen beginnt, leben zu dürfen. Genau. Und hier, eine Sache ist hier auch wirklich besonders. Ja, hier heißt es, dass es kein Tod mehr geben wird. Ja. Der Tod wird irgendwann komplett erledigt. Das, was jetzt eben für jeden Menschen einfach dieses endgültige Aus zu sein diese scheint, Hürde. Ja, ist erledigt. Es wird kein Tod mehr geben. Ich meine, das können wir uns als Menschen überhaupt nicht vorstellen in unserem, diesem Leben. Aber es ist so genial. Keine Tränen mehr, kein Geschrei, kein Tod, kein Schmerz. Ja? Warum? Weil wir hineingekommen sind in das, was der Herr für uns hat. Und darum ging es letzte Mal auch, wo wir über dieses Thema ewiges Leben und ewige Verdammnis gesprochen haben. Ja. Und also wer das verpasst, was hier beschrieben wird, der hat alles verpasst, was es im Leben zu erreichen gibt. Der kann, wie Jesus gesagt hat, die ganze Welt gewinnen. Mhm. Wenn er Schaden an deiner Seele nimmt und also nicht in die Ewigkeit bei Gott kommt, ist das gesamte Leben kalter Kaffee. Ja, es ist nichts. Wir sagen es immer so, es wird in der Ewigkeit nicht wiedergefunden werden. Und dann, was ist es? Es ist nichts. Es ist total vergänglich. Ja, aber wenn wir an den Herrn glauben, wenn wir ihn angenommen haben, wir ihn ergriffen haben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn wir wiedergeboren sind, dann sieht die Sache komplett anders aus. Ja. Und dann sind wir jetzt schon hineingetreten in diese tiefe, geniale Beziehung zu ihm. Genau. Und ich möchte jetzt gleich beten für die, die in dieser Woche unter diese Bedrängnis gekommen sind und die jetzt diesen Blick wagen müssen hin zu Jesus, hören auf den Heiligen Geist, schauen, was hat Gott für mich in seinem Wort verborgen, hinzukommen zu dieser Ermutigung und Auferbauung aus dem Wort Gottes und ihn zu ergreifen, das Wichtigste zu ergreifen und auch das
dir gedient wird vom Heiligen Geist mit diesem lebendigen Wasser. Amen. Dieses lebendige Wasser, was aus einer Quelle kommt, die in dir ist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Und wenn du durstig bist, wenn du eine wirklich schwierige Strecke in dieser Woche hinter dir liegen haben musstest, dann ist jetzt die Gelegenheit, jetzt die Zeit, yes, zu trinken vom Heiligen Geist. Ja. Wirklich das aufzunehmen, dein Herz aufzumachen und zu sagen, Herr, ich brauche etwas von dir. Und der Heilige Geist ist der Tröster. Er ist der Ratgeber. Ja. Er ist der, auf dessen Schultern alles liegt. Er ist der, der den Vater und Jesus groß macht. Und wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen jetzt miteinander beten, dass wir ihm unsere Herzen jetzt hinhalten. Ja. Denn nur er ist der, der alles in allem ist. Und wir gehören zu ihm. Halleluja. Vater im Himmel, wir preisen dich und wir ehren dich. Du bist der, der sagt, ich werde abwischen alle Tränen von deinen Augen. Da wird kein Leid mehr sein. Da wird keine Trauer mehr sein. Da wird kein Schmerz mehr sein. Da wird nichts mehr sein von diesem alten, bedrängenden, was du hier in dieser Zeit, wo du hier unterwegs bist, wo du das erlebst. Ja. Und da, wo du bei mir bist, da, wo du dich mit mir in Einheit befindest, da wird alles, diese Neuheit des Glaubens, diese Auferbauung im Heiligen Geist, sie wird kommen. Ich werde sie dir schenken. Und du wirst mein Volk sein, weil ich dein Gott bin. Amen. Und ich preise und ich ehre dich, Jesus, dass du jetzt zu den Menschenherzen ganz neu sprichst. Und da, wo du vor den Herzenstüren stehst und wo du anklopfst, Herr, ich bete, dass Menschenherzen bereit sind, zu öffnen, aufzumachen und dich einzuladen, in das Leben reinzukommen, die Dinge neu zu machen, eine neue Seite aufzuschlagen und vor allen Dingen, dass sie im Buch des Lebens wiedergefunden werden, dass diese Namen im Buch des Lebens stehen, in Jesu Namen. Yes. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir zu deinem Volk gehören und dass wir hineingenommen sind in diese Zeit, die du hier beschrieben hast, wo es keinen Tod mehr geben wird, kein Schmerz mehr geben wird, kein Leid mehr geben wird, wo all das Elend, was in dieser gefallenen Welt, die unter der Herrschaft des Feindes ist, die unter dieser Last der Sünde ächzt und stöhnt, die einfach gefallen ist, wenn das alles hinter uns liegt, wenn du sagst, es ist alles neu geworden. Ja, wir können uns das nicht vorstellen, aber alles ist alles. Es ist alles neu geworden und wir dürfen mit dir da hineingehen. Wir sind jetzt schon eins mit dir. Wir gehören zu dir. Wir sind dein Leib. Wir sind eins mit dir. Dein Geist ist in uns. Was für ein Vorrecht. Was für ein Segen. Was für eine Gnade. Was für ein Geschenk. Herr, wir preisen dich dafür, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir sind Gottes Volk. Ja, und wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist uns ein Verständnis dafür gibst, was das heißt. Ein Bewusstsein dafür gibst, wer wir überhaupt sind. Unsere Identität uns klar macht. Unsere Position uns klar machst, unsere Autorität uns klar machst, dass wir wegkommen davon, dass wir irgendwelche Dinge oder Entwicklung oder Mächte oder Menschen über uns stellen, und damit über dich stellen, sondern wir sollen uns bewusst sein, wer wir sind in dir, Herr, und dafür preisen wir dich, wir danken dir dafür, wir danken dir, dass du der Herr bist, auch der Offenbarung, wir danken dafür, dass du alles im Griff hast, wir danken dir, dass das Lamm wirklich diese ganzen Entwicklungen da in die Wege leitet, und wir glauben, dass das schon losgeht, dass das schon lange in die Wege geleitet ist und dass wir in dieser Phase, in der wir hier sind, ganz, ganz eng mit dir zusammen sein dürfen. Herr, und ich segne alle, die zuschauen und spreche aus, dass sie von ganzem Herzen heute vorwärts kommen mit dir, von dir trinken können, empfangen können, gesegnet sind und dass sie wirklich am Ende dieses Livestreams einfach sagen, wow, der Herr hat uns gedient. Amen, Herr hat geholfen. Ja. Der Herr hat den Sieg. Wir gehören zu ihm. Yes. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Was mir gerade einfällt in Bezug auf Offenbarung, wir haben ja ein Buch von dem David Pawson, ein Buch über die Offenbarung, wo er wirklich gut beschreibt und auch so, dass wir es verstehen können, erklärt die Offenbarung. Und wenn du da Interesse hast, kannst du das in unserem Shop bestellen. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Und mir hat das
vor ein paar Wochen sehr, sehr gut getan. Ich habe das auch immer noch bei mir liegen, weil ich das neben meine Bibel gelegt habe und ich habe es dann immer so ein bisschen verglichen. Und was steht in der Bibel, was verstehe ich darunter oder was verstehe ich nicht? Und wer es schon bestellt hat und gekauft hat und noch nicht gelesen hat, ich möchte dich sehr ermutigen, das zu lesen und diesen Lobpreis aus der Offenbarung zu empfangen, auch zu sehen, was kommen wird, die Zeit ist nahe gekommen. Wirklich, es ist ein gutes Buch zum Thema und es gibt vieles, was zum Thema, was nicht empfehlenswert ist und es ist nicht mal teuer. Ja, das stimmt. Da haben wir mit dem Verlag einen super Sonderpreis verhandeln können. Ja. Und bevor du gleich loslegst, möchte ich einfach nochmal, nur um es nochmal gesagt zu haben, hier auf die ganzen Broschüren hinweisen, die es bei uns gibt, die du kostenlos bekommen kannst. Gott und das deutschsprachige Europa, das ist mit prophetischen Worten zur aktuellen Situation. Da will ich nochmal was zu sagen, weil manche Leute denken, sie machen daraus so eine Briefkastenaktion. Das ist dafür nicht gedacht. Es ist kein Traktat. Nee, das ist kein Traktat. Was man so zu Nichtchristen trägt, weil sie würden es nicht verstehen. Denn es sind prophetische Worte, die auch von deinem Heiligen Geist, der in dir lebt, auch verstanden und begleitet werden müssen. Ne? Ja, es ist für Christen, die wissen wollen, was in der jetzigen Phase passiert, was auf uns zukommt. Und auch zum Beten. Gerade auch Fokus Mitteleuropa, Europa, was ja wichtig ist. Ja. Und also ich denke, das hat schon sehr viele Menschen gesegnet. Mhm. Ist eher was du, sagen wir mal, im Hauskreis oder sowas gebrauchen kannst. Ja. Vor einigen Jahren hatten wir eine ähnliche Broschüre, die heißt Ein geistlicher Tsunami. Da ging es darum, oder geht es darum, sehr stark unter dem Thema Tsunami, also eine plötzliche Welle. Da ging es viel um Wasser, Staudamm, aufgestaut und so weiter. Die ist als Broschüre vergriffen, aber die gibt es bei unserer Webseite kostenlos als PDF. Also wenn du da tiefer einsteigen willst, kannst du dir das da gerne anschauen. Wie gesagt, bekommst du bei uns. Dann haben wir hier diese Broschüre, Der Spaziergang. Ja. Das ist etwas, was wir sehr empfehlen, was gerade auch für Leute ist, die auf der Suche sind oder vielleicht die mit Esoterik zu tun haben oder sowas. Also Nichtchristen, das ist etwas, was gedacht ist, dass man es mit Gesprächsunterstützung gebraucht, einfach für Leute, auch wenn sie alt werden oder krank werden oder sowas im Krankenhaus sind. Also dafür ist das ideal geeignet. Aber es ist etwas, was du im Gespräch eigentlich gebrauchen solltest. Ja, wo man im Gebet das vorbereitet und wo man deinen Namen reinschreibt oder sowas. Und, und das ist etwas mit den ersten Schritten im Glauben, Übergabegebet, auch so eine kleine Bekehrungskarte. Wir empfehlen dir das sehr. Kannst du bei uns kostenlos bestellen. Und hier wollte ich nochmal diese Broschüre ansagen. Da hast du auch Informationen über unsere Webseite, kannst du anschauen. Das ist diese Impfbroschüre vom Christen Widerstand, die wir sehr empfehlen. Wenn du größere Stückzahlen bestellen möchtest, dann musst du das bei Ihnen von der Webseite machen. Ja. Aber wir haben auch ein paar hier. Wir haben das nur auf der Webseite verlinkt, dass du weißt, wo du das bestellen musst. Genau. Da gibt es auch einen Anrufbeantworter, aber besser ist immer über E-Mail, weil das können die Leute, die das bearbeiten, sehr schnell abarbeiten. Genau. Also einfach nur organisiere das, es ist wirklich segensreich für Leute, gute die einfach Recherche. Fragen zum Thema Impfung haben und sich nicht sicher sind, dass das so toll ist. Ich weiß nicht, in den verschiedenen Medien wird ja schon darüber berichtet, dass es da also teilweise sehr uncoole Begleiterscheinungen gibt. Aber wir haben auch ein paar hier. Also wenn du nur einfach mal gucken willst, sagst, ich brauche mal eins für mich, ich will mir das erstmal anschauen, dann kannst du es auch gerne bei uns bestellen. Und dann nochmal hier zum Schluss, und dann bin ich auch fertig, hier unser letzten Freundesbrief. Wir haben davon noch Exemplare da, auch zum Weitergeben. Wir haben extra etliche tausend mehr gedruckt. Und es ist das Jahr hat noch nicht so lange angefangen. Wir kommen zwar jetzt in den Frühling, aber ich finde, wir sind immer noch fürsorglich durch das Jahr geleitet. Und es wird kein Zurückgeben. Das ist halt dieses Prophetische, was für das ganze Jahr gilt. Also wie gesagt, davon kannst du auch gerne was bestellen zum Weitergeben. Prophetisches Wort und einfach ein Wort des Trostes, des Zuspruchs. Ja, des Zuspruchs, der Ermutigung. Dass dieses fürsorglich geleitet ist eigentlich etwas, was wirklich auch für Menschen, die ein bisschen älter schon sind, sie kennen diese Psalmen mit den Hirtenbildern und dem allen kennen sie sehr gut. Und man kann es wirklich
als... Das ist das mit dem Gewandbausch, nicht wahr? Ja, das ist einfach ermutigend und tröstend und etwas, was wirklich der Herr gebraucht, um gerade Menschenherzen aufzumachen. Und heute in dieser Zeit, jetzt ist wirklich sehr viel Not, sehr viel Kummer, sehr viel Aufregung. Und ich glaube, das sind gute Sachen. Perfekt. So, dann überlasse ich dir jetzt mal hier das Terrain. Okay. Ja, vielleicht geht es dir ja auch so ein bisschen wie mir. Manchmal lese ich so in der Woche in der Bibel und dann kommen mir verschiedene Worte sehr wichtig vor. Dann denke ich darüber nach, dann bewege ich die so hin und her. Manchmal lese ich begleitende Kommentare oder die Verweise von den Bibelstellen schlage ich nach. Das ist immer sehr gut, weil das gibt mir das Gesamtbild von dem Wort, was so sehr zu mir gesprochen hat. Oder ich höre ab und zu Predigten und finde dort vieles wieder betont und das beschäftigt mich wirklich im Geist, auch wenn ich andere Dinge arbeite. Aber das ist etwas, was der Heilige Geist in mir so die Tage über bewegt und wo ich immer wieder drauf zurückkomme. Und am Anfang der Woche wurde mir das wieder sehr bewusst, wie diese Veränderung kam, die Saulus zu Paulus machte. Da gab es ja diese Namensveränderung. Ihr kennt diesen Bericht sehr gut. Und ich dachte, wahrscheinlich war es auch der Auftakt von dem letzten Livestream, als Martin ja auch über dieses Thema Hölle und diese ganzen Begriffe, die damit zu tun haben und auch dieses, ich muss durch dieses Tor gegangen sein und ich muss eine Beziehung zu Jesus bekommen haben. Und das hat mich irgendwie immer noch sehr beschäftigt und begleitet. Und dann dachte ich darüber nach, dieser Saulus, der wusste sehr, sehr viel über Gott. Er wusste alle diese Schriften, die er gelesen und studiert hatte, das war nicht jemand, der oberflächlich mal irgendwas hat Leuten hören über Gott, sondern er hatte es wirklich studiert. Er wusste, was da Sache war. Und er hatte so seine Erkenntnis geschliffen. Paulus war ein sehr belesener Mann und als er diese Verfolgung der Christen gestartet hatte, da hatte er ja den Fokus gehabt auf diese, die so anders waren. Die glaubten irgendwie anders und die mussten weg. Das waren die, die man nicht wirklich da haben wollte. Und vor allen Dingen war er derjenige, der sie verfolgen ließ, der sie verschleppte, der sie umbringen ließ. Und das war so sein Stand der Erkenntnis, war der, dass er richtig für Gott etwas geleistet hat. Und ich denke auch, weil er einen so geschliffenen Verstand hatte, dass ihn das auch gar nicht so berührte, dieses Elend, diese Verfolgung oder diese Not, in die er ja Menschen, Familien, Einzelne gebracht hat. Ich glaube, dass ihn das ziemlich cool gelassen hatte. Und ich denke auch, er hat da nicht wirklich gedacht, dass das etwas nicht Gutes gewesen sein könnte, sondern er hat es als seinen Job betrachtet, dass er diese Fundamentalisten und diese, die so intensiv glaubten, dass er die aus dem Weg schaffen musste. Aber dieses Ding dauerte nur so lange, bis das Licht kam, bis das Licht Gottes auf sein Leben fiel. Und dieses Licht in seinem Leben, das war das Entscheidende, das war die Wende. Weißt du, Licht muss nicht darum kämpfen, dass es den Vorrang hat, wenn es um Licht und Finsternis geht. Licht ist immer dominant. Licht ist immer das, was die Dinge hervorbringt. Gute Dinge und schlechte Dinge.
So, also wir beten sehr, sehr, sehr oft und sehr viel, also eigentlich immer, dass das Licht Gottes kommt, dass das Licht Gottes zu Menschen kommt. Denn wenn das Licht Gottes auf ein Menschenleben fällt, ich habe das manchmal gehört, dass es da auch diese Berichte gibt, dass Leute, die diese Berührung mit dem Licht Gottes hatten, meinetwegen in der Veranstaltung, in der Evangelisation oder wo auch immer, dass sie gesagt haben, es war, als ob mein Leben wie ein Film abläuft und sie wussten, welche Dinge sie getan haben, welche guten Sachen da waren und welche schlechten Sachen. Das Gute und das Schlechte. Als dieser Augenblick des Lichtes kam, erkannte Saulus, wer er war. Weißt du, man kann viele Dinge über Gott wissen, man kann viele Dinge über den Glauben wissen, man kann mit anderen Leuten darüber reden, aber wenn du nicht selber eine tiefe, innige Beziehung hast, die vom Licht Gottes geflutet wurde oder wird, dann hast du nur eine oberflächliche Erkenntnis. Aber das, was in deinem Herzen ist, in deinem inneren Menschen, das bleibt wie verdeckt oder wie abgedunkelt. Und du hast selber nicht diese reale, wirkliche Erkenntnis. Im Licht Gottes, da wird alles klargestellt. Wenn du in das Licht Gottes kommst und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, na ja, und ich weiß auch nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das alles so bei mir richtig ist und so, bete darum. Bete, dass das Licht Gottes auf dein Leben scheinen darf. Bete für deine Angehörigen, dass das Licht Gottes sie berührt. Das müssen ja nicht deine Worte sein. Es muss nicht dein Missionseifer immer sein, sondern bete, dass das Licht Gottes kommt. Denn das Licht Gottes, das war das, was Saulus zu einem Paulus erst machen konnte. Dieses Licht der Offenbarung. Und in diesem Licht hört er diese Stimme, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Auf einmal wusste Saulus, ey, in meinem Leben läuft irgendwas falsch. Und ich muss wie soll ich sagen, ich muss mal überlegen, was ich eigentlich mache. Und auf einmal hörte er diese Stimme, warum verfolgst du mich? Warum bist du so hinter dem her, hinter mir her, was ich eigentlich bei Menschen freisetzen wollte und was ich auch in deinem Leben freisetzen möchte. Diese Stimme, die er hörte, die erschütterte diesen Saulus bis in den innersten Kern. Weißt du, das war sogar etwas, was diesen Intellekt einfach ausgeschaltet hat und was diese ganzen studierten Dinge zur Seite geschoben hat. Auf einmal war da dieser Mensch und der hört diese Stimme und offenbarte ihm, dass er das, wo er doch dachte, dass er ganz toll und ganz super seinen Job gemacht hat, dass das wahrscheinlich und jetzt in diesem Licht der falsche Weg gewesen ist. Das war das, was seine religiösen Ansichten und seine pharisäischen Anliegen wirklich offenbar machte. So, der Saulus an sich, der wusste eigentlich über Gott alles. Er hatte wirklich gute Argumente und er hatte immer das Gefühl, ja, ich bin richtig. Und dann kam dieser Augenblick, wo er von einem Mörder zu einem Märtyrer wurde, das ist eine Verwandlung, die ist wirklich krass, wenn du dich in diese Situation reindenkst. Weißt du, er stand ja dabei, wenn die Leute weggeschleppt wurden. Er stand dabei, er hat das alles gesehen, er hat es initiiert, er hat es veranlasst und es hat ihn nicht berührt. Aber jetzt berührte ihn Gott und das hat ihn verändert. So heute. Ich habe gedacht, viele Menschen heute haben auch Informationen. Sie haben Dinge gehört über Gott. Sie haben vielleicht Dinge über den Glauben gehört, über die Gemeinde gehört. Jetzt gibt es wahrscheinlich Dinge, die manche Leute gehört haben. Ja, in dieser Gemeinde, das ging ja durch die Presse, da gab es Corona und stellt euch vor und ach du liebe Zeit. Und viele übernehmen einfach
Dinge, die sie selber gar nicht überprüft haben. Und sie machen sich so ihre eigene Meinung, auch über den Glauben, auch über Gott. Und man hat sich so festgelegt, was man glauben will und was man nicht glauben will. Und man übernimmt auch viele Dinge, die einfach so gesagt werden. So, und dann auch dieses, was ich dachte, ist heute oft das Problem, dass viele Leute die Bibel lesen, weil man sagt, ja, wenn du in so einer Gemeinde bist oder in diesen Gemeindeformen bist, dann musst du Bibel lesen, sonst bist du ja kein guter Christ. Und dann denken sie, wenn sie möglichst viel in der Bibel gelesen haben, dass das ja ihr Glaubensleben ist. Aber weißt du was, es fehlt diese tiefe Berührung, es fehlt diese Hunger und Durst, dieses Licht. Es muss etwas kommen, was dir offenbart, wo du wirklich stehst. Es muss etwas kommen, wo deine Fundamente geklärt werden, wo du mal nachgraben musst. Was glaube ich wirklich? Was wird mich wirklich tragen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in diesem Jahr? Das eine ist, dass wir fürsorglich geleitet sind. Ja. Aber du musst wissen, ob du das wirklich glaubst, ob dein Glaube sich mit dem Wort Gottes verbindet. Es muss eine eigene Beziehung geben. Es gibt viel äußere Programme und das ist oft so, dass Menschen uns schreiben, naja, ich war in der Gemeinde und irgendwie habe ich jetzt gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich glaube, was da gepredigt wurde. Und das ist jetzt ein Zeitpunkt, Ich empfinde es so, dass viele Dinge ins Schwanken gekommen sind. Viele Dinge sind durch diese Pandemie und durch das mit den Maßnahmen und so, es sind viele Dinge dabei, sich in Erschütterungen hineinzubewegen. Das waren ja auch die prophetischen Worte, die wir gehört haben. Aber wir sind dabei zu spüren, etwas wird sich verändern und wir müssen schauen, was wir glauben, wie dicht wir an Jesus dran sind. Und wer ist der Heilige Geist in meinem Leben? Wer will der Heilige Geist sein? Kenne ich den Heiligen Geist überhaupt? Was ist das mit dem Heiligen Geist? Jemand hat geschrieben, ja, ich spüre den Heiligen Geist nicht und ich weiß gar nicht. Weißt du was, wenn du in egal welche Zweifel über diese Dinge kommst, bete. Nimm dir Zeit zu beten. Hör auf, immer zu betonen, das habe ich nicht und das kann ich nicht und das ist ja auch irgendwie schwierig oder so. Rede nicht immer diesen Verlust, rede nicht immer dieses, das ist nicht, das geht nicht, das kann ich nicht, sondern verwandle doch das mal in ein Gebet. Verwandle das in ein Gespräch mit dem Herrn. Verwandle das in etwas, wo du sagst, Herr, mein tiefstes Anliegen ist es, dich kennenzulernen. Mein tiefstes Anliegen ist es, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Ich will den Heiligen Geist kennen. Guck, als ich vor Jahren in der Gemeinde war, ich will nicht sagen, dass der Heilige Geist nicht erwähnt wurde, aber es wurde nicht das Leben mit dem Heiligen Geist, diese innige Beziehung mit dem Heiligen Geist gepredigt. Es wurde einfach so, ja, wie soll ich sagen, an der Seite liegen gelassen. Aber als ich mich auf den Weg gemacht habe, als ich Bücher über den Heiligen Geist gelesen habe, als ich wirklich in diese Beziehung mit ihm gekommen bin, das mit dem Sprachengebet empfange. Ich sage dir, es wurde etwas neu in meinem Glaubensleben. Auf einmal habe ich Dinge verstanden. Es war, als ob diese Scheibe weggezogen ist und ich konnte Jesus sehen. Ich konnte auf einmal sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das ist bis heute geblieben. Das ist sogar gewachsen. Und auch das Gebet am Anfang in Sprachen, das war bei mir wirklich wenig, weil ich war sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen distanziert, ein bisschen, wie gesagt, in der Gemeinde wurde ja nicht so darüber gepredigt, aber als ich mich auf den Weg gemacht habe, als ich darum gebetet habe, Herr, ich brauche mehr von diesem Heiligen Geist, der in mir lebt. Aber wenn er in mir lebt, dann muss ich auch merken, dass er in mir lebt. Dann muss ich ihn hören, dann muss ich ihn erleben. Und das hat Gott wirklich geschenkt. Das war aber Gebet, es war Beziehung, es war Reden mit ihm. Und ein gutes Beispiel für mich ist immer dieses mit der Beziehung.
Ich weiß, heute ist das Thema Beziehung ja immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Wir leben in einer Zeit, wo man eine Beziehung mit jemandem eingeht, also eine Liebesbeziehung, eine wirklich nahe Beziehung. Und dann wird die Beziehung irgendwie mit dem, wo man doch dachte, wir bleiben ein Leben lang zusammen, wird dann per SMS gelöst. Oder die Ehe wird gelöst per SMS oder per E-Mail oder was auch immer. Oder die Verlobung wird wieder gelöst oder wie auch immer. So, für mich ist die Frage, wie war diese Beziehung denn überhaupt gestaltet? Und ich kann mich noch gut erinnern, als Martin und ich uns kennengelernt haben, da war das auch erst so, dass wir viel miteinander gesprochen haben, über die Dinge, die ihn bewegen, die mich bewegen. Und wir haben uns so äußerlich so ausgetauscht, wie jeder so sein Leben gestaltet und was man so zurzeit macht und was man gelernt hat, was man unternommen hat. Und irgendwie wollte man ja so ein bisschen so die äußeren Dinge kennenlernen. So, das vergleiche ich damit. Viele Menschen lernen Jesus oder Gott oder den Heiligen Geist einfach so äußerlich kennen. Sie wissen viel, aber es fehlt dieses brennende Miteinander, dieses Licht. Und dieser Austausch, dieses erste Kennenlernen, wäre irgendwie stecken geblieben, wenn es da nicht diese tiefe Liebe gegeben hätte. Diese Liebesbeziehung, dieses, was mehr ist als, wie heißt du und was hast du gelernt und wo kommst du her, sondern diese tiefe Liebesbeziehung. Das ist das, was den Unterschied gemacht hat. Und das war eine vollkommen neue Form, eine vollkommen neue Beziehung. Es war ein Miteinander, ein Füreinander, ein Aufeinander, ein Ausgerichtetsein, ein Austausch. Man ist zusammen gewesen, man hat sich getroffen und nicht nur, ach so, ja, heute haben wir ja noch nicht zusammen geredet, na, machen wir mal 5 Minuten einen kleinen Austausch, naja, was hast du heute gemacht, was willst du mal? Verstehst du, wenn du das auf dein Glaubensleben überträgst, das wird dir nicht reichen, das wird dich nicht satt machen. Du musst in diese tiefe Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist und mit Jesus reinkommen. Unzertrennbar. So, und dann haben wir nach einer langen Zeit oder mittellange Zeit, je nachdem wie man es nennt, haben wir dann geheiratet und dieses Miteinander losziehen, dieses Gemeinsame, das war mehr als nur ein Wissen, wir machen jetzt zusammen weiter und wir machen jetzt einen Vertrag, sondern es war wirklich diese tiefe Beziehung, diese Liebe, die uns durchtragen würde, auch wenn es dann schwierig werden würde. Wenn es schwierig in deinem Glaubensleben wird, reicht es dir nicht, dass du weißt, wie die Namen Gottes sind, dann reicht es dir nicht, dass du weißt, Jesus ging ans Kreuz und Jesus ist auferstanden, sondern da muss es etwas mehr geben in deinem Leben. Und in der Zeit, als wir verheiratet waren, gab es wirklich schwierige Situationen und es hätte auch nicht ausgereicht, einfach nur die Infos zu haben, sondern diese gegenseitige Liebe, die hat uns durchgetragen. Und das ist etwas, wo ich dir sage, das ist wirklich bei Jesus und mit dem Heiligen Geist. Und das Leben im Glauben, das ist wirklich so wie diese Beziehung. Uns hat mal eine junge Frau angeschrieben, die hat gesagt, im tiefsten Inneren wüsste sie ja, dass sie jetzt einen Schritt machen müsste und sich bekehren müsste. Und der Herr hätte sie auch schon mehrfach so angestoßen und alles, aber sie würde sagen, nee, jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch keine Zeit dafür und ich will eigentlich jetzt noch gar nicht. Das, was sie geschrieben hat, ist, ich will mein Leben noch genießen. Und wenn ich dann später mal Zeit habe, dann ist immer noch die Möglichkeit, dass ich mich bekehren kann. Verstehst du, sie hatte nur Informationen über das, was Jesus getan hat für sie. Sie hat auch gespürt, da ist ein Ziehen von ihm,
aber sie hat die Tür ihres Lebens nur einen kleinen Spalt aufgemacht und nicht wirklich diesen Schritt getan, Jesus einzuladen, ihn wirklich hineinzubitten in das Leben, ganz eins zu werden mit ihm und eine Beziehung mit ihm wirklich zu gestalten. Und wir haben nichts mehr von ihr gehört. Also manchmal, wenn ich an sie denke, dann bete ich immer noch, dass sie diesen richtigen Schritt auf den Herrn zumacht. Als ich wirklich mit dem Heiligen Geist unterwegs war, also als ich dieses Leben mit ihm, diese Beziehung mit ihm angefangen habe, da war dieses wirklich von einer tiefen Liebe geflutet. Das, was mir aufgefallen war bei Saulus, das ist einfach, dass er dieses Erkennen Gottes, dass er Gott in seinem Leben braucht als einen Begleiter, als jemand, der ihm Sinn im Leben gibt, der ihn wirklich durchträgt. Das war dieses tiefe Erkennen und diese tiefe Veränderung, die dann in seinem Leben stattgefunden hat, und er bekommt diesen neuen Namen. Menschen müssen eine Begegnung mit Jesus haben und sie müssen erkennen, wer sie sind im Licht Gottes und wer er ist. Wir haben am Anfang gelesen, die Völker werden sein Eigentum sein und er will ihr Gott sein. Und das ist das, dieses Volk Gottes, dieses Auserwähltsein, dieses Angenommensein, dieses herausgerufen werden. Das ist das, was Menschen brauchen. Und das, was mein Anliegen auch heute im Livestream ist, das ist einfach, wo ich die Woche drüber nachgedacht habe, wir müssen Menschen mit dem Herrn in Kontakt bringen. Wir müssen etwas tun, was Menschen in der derzeitigen Situation, die wir erleben, mit dieser riesigen Distanz, mit diesen Diskriminierungen, Denunzierungen, diesen Stempeln, die man manchen Menschen aufdrückt, oder alle diese Dinge, die Menschen auch unsicher macht, die Menschen wirklich frustriert, depressive Sachen nehmen zu, psychische Sachen nehmen zu. Die Gebetsanliegen von dieser Woche, die haben mich wirklich bewegt, weil es viele, viele waren, die in psychische Auseinandersetzungen gekommen sind, unter Attacke vom Feind gekommen sind, wo Kinder unter Attacke gekommen sind in ihrem emotionalen Leben. Und ich glaube, wir müssen unbedingt den Menschen etwas geben. Wir müssen unbedingt den Weg zu ihnen finden, ihnen Brot anbieten, ihnen etwas, geistliche Speise geben, nicht nur das, was äußerlich ist, nicht nur das, was wir alles über Gott wissen, sondern das, was in uns brennt, das, was wirklich unseren Glauben ausmacht. Ich habe in dieser Woche dann drüber nachgedacht, über diese Tanjas Armenspeisung, für die wir ja da auch Geld eingesammelt haben. Und ich dachte, das sind Menschen, die zu Tanja kommen, die wirklich Hunger haben. Hunger ganz im Natürlichen. Und ich dachte darüber nach, wie verhält sich denn jemand, der Hunger hat? Und ich glaube, Leute, die Hunger haben, die vergessen alle Anstandsregeln, die vergessen, ich glaube nicht, dass sie sich besonders anziehen, um an Essen dran zu kommen, sondern sie sind Leute, die auf der Suche sind, die sich aufmachen. Und bei Tanja haben wir gesehen, dass es Menschen gibt, die stundenlang laufen, die viele Kilometer zurücklegen, damit sie an Brot drankommen. Und das ist der Hunger nach realem Essen, nach realem Brot. Und wir alle kennen ja auch Bilder, wo Menschen am Verhungern sind, wo Kinder am Verhungern sind. Und ich habe drüber nachgedacht, das ist ein wirklich physischer, richtiger, echter Hunger nach
essen, was wir uns hier in unserem reichen Land nicht so vorstellen können. Aber es gibt einen Hunger im geistlichen Bereich. Und ich glaube, dass der bei uns genauso ist wie in anderen Völkern, dass wir eigentlich diese Unterernährung im Glauben haben, dieses ausgedörrt sein, dieses am Verdursten sein. Und viele sind in dieser jetzigen Pandemiezeit wie in einer Wüste unterwegs und sie haben nichts, was sie wirklich hält. Menschen, die hungern, die sind leidenschaftlich, die sind fast gewalttätig. Ich habe auch von Demonstrationen gesehen, wo Menschen auf die Straße gehen und Autos anzünden und alles, weil sie einfach diese Lebensgrundlage nicht mehr haben. Und es interessiert sie auch nicht, was sie da wirklich kaputt machen, sondern sie wollen etwas essen. Sie wollen eine Hoffnung haben. Sie wollen wissen, wo kriege ich morgen Essen für mich und für meine Familie her. Und deswegen suchen sie dringend nach Brot. Und das ist etwas, was mich wirklich mit diesem Hunger und diesem Durst nach dem lebendigen Brot, nach diesem lebendigen Wasser, das hat mich in dieser Woche wirklich beschäftigt, dass wir Menschen sein müssen, unbedingt, wir Gläubigen, wir, die wir hier im Livestream sind. Es hat sich ja so eine Community gebildet. Wir müssen Menschen sein, die anderen Brot geben, nicht nur im physischen. Ja, das ist eine super Gelegenheit, eine super Angelegenheit, da auch Geld zu investieren. Aber schau, eigentlich mein Punkt ist, wir brauchen Menschen, die geistliches Brot weitergeben, die das Feuer, was in ihnen brennt, weitergeben, die das Feuer, was in ihnen brennt, in Gebet verwandeln, die das, was in ihnen lebt, ihr Glaube an Jesus, ihr Bekehrungszeugnis, das muss doch lebendig sein in uns, damit wir das anderen weitergeben können, die verhungern und verdursten. So, und ihr wisst alle Dinge, die mir so durch den Kopf gehen, das ist auch immer so etwas, wo ich dann mehr noch in die Bibel gehe, wo ich noch mehr in seinem Wort forsche. Und das hat mich sehr dran erinnert an einen Bericht in der Bibel, wo es auch um das Brot geht, die Versorgung, den Lebensunterhalt, der einfach nicht mehr gegeben war. Die Rede ist von Naomi. Darüber gibt es ein ganzes Buch in der Bibel, das Buch Ruth. Das wird dir auch wahrscheinlich gut tun, das wird dir gefallen, nochmal in diesem Zusammenhang drüber nachzulesen, über das, dass wir Brot geben müssen, dass wir ein Brothaus selber sein sollen, dass Menschen zu uns kommen können und sie bekommen mehr als eine Information. Sie müssen spüren und sehen, da gibt es etwas, was ich unbedingt haben will. Es ist jetzt die Zeit, dass wir neu Anlauf nehmen, neu uns dafür gewinnen lassen, Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen, mit dem lebendigen Brot, was gekommen ist aus dem Himmel. So, die Rede in dem Buch Ruth ist eben von Naomi und ihrem Mann Elimelech. Sorry. Und sie werden in diesem Buch Ruth sehr gut beschrieben, vor allen Dingen eben Naomi und auch ihre Schwiegertochter Ruth und auch der Boas. Das sind ja alles Namen, die wir so oft gehört haben und wir kennen diesen Bericht wahrscheinlich sehr gut. Und Gott war es auch sehr, sehr wichtig, dass dieser Bericht in der Bibel festgehalten wird. Denn wenn du das liest, da weißt du, dass hier auch die Familienlinie, dieses Geschlechtsregister von Jesus mit begründet wird. Und dieser Bericht hat wirklich Bedeutung für mich, für dich vielleicht auch, für uns heute. Und denk nicht, das ist so früher und naja und Altes Testament und habe ich schon oft gehört. So, es ist etwas, was für uns gedacht ist. Es ist ein Zeugnis, was zur Stärkung von uns da sein wird. Und Gott will immer
sein Wort, das, was du in der Bibel liest, er will es immer für dich zu einem Zeugnis aufrichten, damit du gestärkt wirst in deinem Glauben, damit dieses Feuer ständig Nahrung kriegt, damit diese Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist, zu Gott, dem Vater, dass die ständig Nachschub bekommt. Das ist der Sinn, warum wir in der Bibel lesen oder lesen sollen. Etwas, was unsere Beziehung bereichert. So, wenn Martin und ich uns unterhalten, zusammen sind und so, das bereichert uns. Das ist nicht etwas so, naja, hast du heute mir geholfen, die Spülmaschine auszuräumen oder so irgendwas. Sondern es ist etwas, was uns gegenseitig bereichert. Und das ist das, was ich in der Bibel auch so empfinde. Gott schenkt mir sein Wort. Es ist etwas, was er mir zur Stärkung gibt, zur Ermutigung gibt, zur Zurechtweisung gibt. Es ist das Wort Gottes, was einfach dieses Feuer in mir stabil hält. Die Familie, um die es hier bei Naomi und Elimelech geht, das ist eine am Anfang doch sehr schwierige Story, wo es auch darum geht, dass sie wegziehen müssen, weil sie sonst hungers sterben müssen. Und wohin sollen sie gehen? Sie machen sich auf ins Nachbarland und tauchen da bei dem eigentlichen Feind des Volkes, den Moabitern, unter. Ausgerechnet die, die waren bei Gott nicht, wie soll ich sagen, auf der Liste derer, die im Segen gingen, sondern Gott wollte eigentlich, dass dieses Volk keine Wurzeln schlagen sollte. Das Tragische war aber, dass die Heimat von Naomi und Elimelech, nämlich Bethlehem, nicht irgendein Fleck auf der Erde war, sondern es ist genau der Ort, an dem das Wort Brothaus festgemacht wird. Haus des Brotes, Brothaus. Bethlehem heißt Brothaus. Ephrata oder Haus des Fleisches oder im Südarabischen, habe ich gelesen, wird es mit Haus des Fisches übersetzt. Und diese drei Begriffe, Haus, also Brothaus, Haus des Fleisches oder Haus des Fisches, das ist genau das, was in den Titeln, in den Begriffen mit Jesus, dem Heiland, zusammenhängt. Der, der aus Ephrata kommen wird. In Micha 5, Vers 2 lesen wir dieses prophetische Wort in dieser bekannten Weissagung über diesen Geburtsort des künftigen Messias. Da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Welch eine Verheißung. Und wir heute sehen wir kennen diese Verheißung. Wir haben dieses Leben mit Jesus, mit dieser Verheißung tragen wir in uns. Das ist echt etwas, was mich total begeistert. Und was mich auch begeistert, ist, dass Jesus von sich selber ja auch sagt, dass er das Brot des Lebens ist, gekommen für eine hungernde und sterbende Welt. In Johannes 6, Vers 51 lesen wir das. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Das haben wir am Anfang vom Livestream besprochen. Leben in Ewigkeit. Da, wo Gott ist. Gott wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Das Brot, das ich ihnen gebe, was ich ihnen geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. In Ruth 1, Vers 1 bis 7, da lesen wir über diese Geschichte mit Naomi, wie sie in Moab gewesen ist. Und diese Moabiter, die gehen zurück auf den Sohn Lots, der die Nachkommenschaft von diesem Volk bildete. Und das ist keine rühmliche Geschichte gewesen. Aber da geht es jetzt so nicht drum. Und
dieses Land der Moabiter, das lag auf einem Hochplateau östlich vom Toten Meer, und dahin flüchten sich Naomi und ihr Mann Elimelech. Das war für die natürlich auch nicht so einfach. Sie kannten ja diese Geschichte der Moabiter und dass Gott nicht unbedingt der Freund der Moabiter war, noch nicht mal der sie einfach segnen würde, sondern die Moabiter waren ein sehr schwieriges Volk, und die Israeliten, die hatten Respekt, dass sie nicht zu dicht mit den Moabitern zusammenkommen sollten. Denn ihr Hauptgott, das war wohl Chemoch oder Chemosh, der Wettergott, und dieser Gott Baal. Und da gab es diese Opferriten und diese ganzen Dinge, die da von dem Volk praktiziert wurden. Und für die Israeliten war das wirklich so, dass sie nicht wollten, dass ihr Glaube an Yahweh dass sie das nicht aufgeben, sondern dass sie fest bei Yahweh bleiben und sich nicht den Göttern der Moabiter öffnen. Gott war wirklich im Konflikt mit diesem Volk der Moabiter. Hier bei dem Volk der Moabiter war auch alles andere als Segen für die Naomi und ihren Mann. Essen, ja, im Natürlichen war da, aber die Dinge, die ihnen in ihrem Leben dann passieren, die sind alles andere als positiv für sie gewesen. Denn es heißt, dass Elimelech, der Ehemann von Naomi, und die beiden Söhne dort umkommen, und die Naomi ist eigentlich nun noch schlechter dran als vorher, denn sie hat eigentlich alles verloren. Und nun könnte man denken, sag mal, wie kann das denn sein? Das ist doch jemand aus dem Volk Gottes, und wie kann das der Naomi passieren? Und da kannst du lesen, dass Naomi auch das so vielleicht dachte, dass sie Gott als ihren Gegner empfunden hat. Da heißt es in Vers 13 und 21, dass sie zu den Schwiegertöchtern sagt, meine Töchter, es tut mir leid, bitter leid, dass die Hand des Herrn mich getroffen hat. Oder in Vers 21, als sie dann zurückkommt, da sagt sie, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn das heißt die Bittere, denn Shaddai hat mich sehr bitter gemacht. So, sie hat Dinge in ihrem Leben erlebt, die sie wirklich getroffen haben, die sie bitter gemacht haben und die sie wirklich an den Rand gebracht haben. Und sie sagt von sich selber, reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat Yahweh mich heimkehren lassen. Und warum nennt ihr mich noch Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat? Das war die Situation, wie sie sich selbst empfunden hat. Und wie ihr gehört habt, hat sie sich entschlossen, wieder zurückzugehen. Warum geht Naomi eigentlich wieder zurück nach Bethlehem? Das war so, dass sie ein Gerücht gehört hat oder eine Information bekommen hat oder eine Nachricht, je nachdem, wie man das interpretieren wird. Und Naomi hört, dass es wieder Brot geben würde in Bethlehem. Es gibt wieder Brot. Das ist etwas, das hat so mein Herz bewegt, dieses, es gibt wieder Brot, es gibt etwas Lebendiges, es gibt einen, für uns gibt es einen Glauben an Gott, einen Glauben an Jesus, es gibt wieder Brot. Und wir lesen in diesem Vers 6, dass sie sagt, der Herr hat sich seines Volkes erbarmt und ihm wieder Brot gegeben. Und Naomi verlässt diesen Ort der negativen Dinge. Sie hört es und macht sich sofort auf den Weg. Und hier in diesem Land der Moabiter, da hatte sie auch nichts mehr zu verlieren. Und heute denke ich mir, bei uns sind so viele Menschen, die müde geworden sind, müde mit ihren Angstzuständen, müde von ihren eigenen Verlusten, ihrer
Hoffnungslosigkeit und sie werden offen für gute Nachrichten. Sie werden offen für die gute Nachricht. Es gibt ein lebendiges Brot. Es gibt ein lebendiges Wasser, was wirklich diese Dinge, diese Verluste wieder ausgleichen wird, was diese Verluste in einen Segen verwandeln wird. Und wir sollen und müssen diese Botschafter dieser guten Nachricht sein, dass wir sagen, es gibt Brot, es gibt was zu essen, es ist wirklich etwas, was du in deinem Leben haben kannst. Es gibt Wasser des Lebens. Wir müssen nicht durstig bleiben. Wir müssen nicht in dieser Wüstenzeit nach Wasser lechzen, sondern es gibt Wasser. Jesus hat gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nie wieder dürsten. Das hat er gesagt zu der Frau am Brunnen. Aus dieser Quelle des Lebens wird das Wasser quillen, was in Ewigkeit bleibt. Wir sollen die sein, die erzählen, dass es Brot gibt. Nicht nur das Beschreiben von Brot oder nicht nur den Leuten zeigen, da gibt es eine Bäckerei, da könntest du mal gucken, sondern etwas, wo wir sagen, schmeck und seh, wie freundlich der Herr ist. Es ist wirklich etwas in uns. Weißt du, ich habe vielfach erlebt, dass Menschen sich haben gewinnen lassen über das, was ich gesagt habe, wie ich es erzählt habe. Oder, etwas, was mich begeistert hat. Da haben die Leute zugehört. Nicht nur etwas, was ich beschrieben habe, was ich schon mal gesehen habe, sondern das, was ich selber erlebt habe. Und das ist etwas, was mich in dieser Woche auch beschäftigt hat. Und das, was diese Naomi tut, das ist ja, dass sie diese Ruth, ihre eigene Schwiegertochter, dass sie die mitbringt, dass sie, sie muss der oder den Schwiegertöchtern, muss sie ja von ihrem Glauben an Jahwe erzählt haben. Sie muss sie ja darüber unterrichtet haben, was sie eigentlich gedacht hat, was sie geglaubt hat. Und diese Schwiegertöchter müssen auch ihre Entmutigung und ihre Verbitterung mitgekriegt haben. Und Naomi bringt Ruth mit. Und da habe ich gedacht, hey, auch wir werden die sein, die andere mitbringen. Leute, die sich vielleicht schon abgewandt hatten. Leute, die eigentlich nichts mit dem Glauben am Hut haben, sondern wir werden sie mitbringen. Wir werden helfen, sie einzusammeln und sie zum Vaterhaus zu bringen. Und Ruth kommt als die Braut aus den Nationen in das Eigentum des Volkes Gottes. Und das ist etwas, was mich total begeistert, als Ruth Naomi antwortet, als Naomi gesagt hat, hey, geh wieder zurück, bleib in deinem Volk, mach deinen eigenen Glauben, bring da, heirate nochmal, bring Kinder zur Welt, bleib in deinem Volk. Und die Orpa ist ja zurückgegangen, aber die Ruth, die hat gesagt, nee, dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch begraben sein. Und Jahwe soll mir dies oder das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Und dann sehen wir diese Ruth wieder auf den Gerstenfeldern, wo sie Ähren aufliest, denn auch ihr Verlangen ist es, dass wieder Brot im Haus von Naomi und ihr ist. Und dieser Schlüsselvers in diesem Buch Ruth, der steht in Kapitel 2, Vers 12, in der Zeit der Richter, als die meisten Menschen gegen Gott rebellierten, kümmerte sich Jahwe dennoch um die, die ihm vertrauten, gehorchten und ihm folgten. So, er hatte Naomi und Ruth versorgt. Er hatte sie nach Hause, in das Haus des Vaters gebracht, in das Haus des Brotes zurückgebracht. Und dann lesen wir dieses große Zeugnis von Boas, der zu Ruth sagt, du hast Vater und Mutter und dein Geburtsland verlassen und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Jahwe vergeltet dir dein Tun und voller Lohn soll dir zuteil werden von Jahwe,
dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht unter seinen Flügeln zu suchen. Ruth bringt dann einen Sohn zur Welt, als sie den Boas geheiratet hat, und damit gehörte sie zu Gottes Volk. Schau, Ruth ist gekommen aus einem Volk, was fern von Gott war, wo Jahwe keine Rolle spielte. Da waren andere Götter dran, da waren andere Dinge dran. Und Ruth wendet sich diesem Gott des Volkes Israel zu. Sie wird ein Teil dieses Gottesvolkes. Sie wird ein Teil von dem Volk, wo Gott sagt, ich will dein Gott sein und du sollst zu meinem Volk gehören. Und das ist etwas, wo mir das wirklich in dieser Woche sehr ins Herz gefallen ist. Und es war mein Gebet, dass wir selber zu einem Haus des Brotes werden, dass wir selber das Verlangen haben, andere mitzubringen, dass sie in das Volk Gottes kommen, andere mitzubringen, dass sie in diese Hoffnung kommen. Wir sind Gottes Volk, wir sind das Volk des Eigentums, wir sind die Schafe seiner Weide, wir sind Könige und wir sind Priester, wir sind sein Eigentum, wir sind seine Kinder, wir sind in diese Sohnschaft hineingekommen. Die Sohnschaft ist nicht nur für Männer gedacht, nicht nur für die Jungs, sondern die Sohnschaft bezeichnet einen Status, etwas, was zu uns gehört, was unser Eigentum geworden ist, weil Jesus in unserem Leben der Herr ist. Deshalb sind wir hinzugetan, herausgerufen aus diesem gottfernen Volk und hineingepflanzt in das Volk Gottes. Wir sind Gottes Volk. Wir müssen uns mehr damit beschäftigen, dass wir herauskommen aus diesen anderen Denkweisen, aus dem, was wir über Gott gehört haben, was wir über das Volk Gottes gehört haben, sondern hineinkommen, hineingerufen werden in dieses Wir sind sein Volk. Wir sind das Volk des Eigentums. Wir sind die, die zu Gottes Volk gehören. Und das ist etwas, was mich total fasziniert. Und ich glaube, dass viele von uns hier sagen können, ich kenne Gott, ich kenne Jesus, ich habe eine Beziehung zu ihm. Lass uns dankbar sein über diese Beziehung zu Jesus. Lass uns dankbar sein über diese Beziehung zum Heiligen Geist. Lass uns ihn preisen, lass uns ihn ehren, lass uns einfach fasziniert sein, ganz neu, Feuer fangen, dass er uns hinzugetan hat zu seinem Volk, dass wir wirklich in dieser Sohnschaft leben, in dieser Sohnschaft voll integriert sind. Lass uns in diese Identität in Christus noch mehr reingehen. Lass uns da zu Hause sein, lass uns im Licht Gottes stehen, lass das Licht Gottes auf unser Glaubensleben leuchten. Martin hat letztes Mal gesagt, wenn Leute sagen, ja, im Licht und das ist schwierig und so, wenn Licht kommt, werden die guten und die schlechten Dinge offenbar. Leute, die Gutes tun, die werden keine Angst haben, wenn das Licht kommt. Leute, die Schlechtes tun, werden das Licht fürchten. Wir sind Leute, die im Licht Gottes baden, die im Licht Gottes leben, die mit dem Licht Gottes geflutet sind, die wirklich Brothaus sein wollen, die Botschafter sind, die Neuheit des Glaubens weitergeben, die Feuer in sich hüten und versorgen mit dem Wort Gottes, die wirklich Nationen oder die Braut aus den Nationen mit reinholt in das, was wir das Gottesvolk nennen. Wir sind Gottes Volk. Und damit bin ich erstmal jetzt am Ende. Halleluja. Und ich freue mich auf den Auftakt jetzt. Ja, erst schon mal cool. Also das war ja schon mal die Braut aus den Nationen. Halleluja. Ja, wir sind Gottes Volk. Das ist etwas wirklich Besonderes. Ja. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Von dieser Position, von dieser Autorität. Genau. Und da haben wir, wie gesagt, etwas Besonderes für euch vorbereitet. Ja. Ganz frisch, ganz neu, Premiere jetzt. Das dauert 7 Minuten. Und ja, wenn du Gelegenheit hast, würden wir vorschlagen, mach mal den Lautsprecher ein bisschen, dreh den mal auf. Das empfiehlt sich. Und
setz dich schön zurück und lass das mal so richtig auf dich wirken. Genau. Unser Inspirationsvideo, wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Das Volk des Allmächtigen. Das Volk des Allerhöchsten. Das Volk des Herrn der Herren. Das Volk des Königs der Könige. Wir gehören zu ihm, zu niemandem sonst. Wir beugen unsere Knie nur vor ihm, vor niemandem sonst. Wir erheben allein ihn und niemanden sonst. Unser Vertrauen liegt allein auf ihm und niemandem sonst. Unsere Hoffnung ist nur er allein und niemand sonst. Er ist unser Gott. Er ist unser Herr. Er ist unsere Quelle. Er ist unsere Versorgung. Er ist unsere Zukunft. Er ist unsere Liebe. Wir vertrauen nicht der Welt. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Regierungen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Systemen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht Menschen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserem Wissen. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserem Können. Wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen nicht unserer Erfahrung. Wir vertrauen unserem Gott. Er allein ist unsere Hilfe in der Not. Er ist es, der uns einen Tisch deckt angesichts unserer Feinde. Mitten in der Wüste. Er ist es, dessen Liebe uns hindurchträgt. Er ist es, der uns kämpfen lehrt. Er ist es, der uns in den Sieg führt. Und wenn wir auch wandeln im Tal des Todesschattens, wir fürchten kein Unglück. Wir fürchten kein Unglück. Wir fürchten kein Unglück. Wir sind Gottes Volk, gehören dem Einzigen, der uns erkauft hat, der uns liebt, der uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, herausgerufen aus dem System dieser Welt, hineingerufen in sein Licht. Seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden, seinen Überfluss, seinen Segen. Weil er uns liebt, weil er uns zur Seite steht, weil er seine Engel aufgeboten hat, mit uns zu gehen. Durch alle Herausforderungen, alle Kämpfe, alle Schwierigkeiten, alle Probleme. Egal was kommt, egal was geschieht, egal was uns gegenübertritt, egal was uns attackiert, egal, was uns in die Knie zwingen will. Egal, was uns von ihm wegziehen will. Egal, was unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Egal, was uns einschüchtern will. Egal, was uns beeinflussen will. Egal, was uns Angst machen will. Wir sind Gottes Volk. Wenn er für uns ist, was kann gegen uns sein? Was will bestehen vor ihm? Fürstentümer? Gewalten? Mächte? Gesellschaftliche Systeme? Gesellschaftliche Ausrichtungen? Gesellschaftliche Befürchtungen? Gesellschaftliche Correctness? Was will gegen uns sein? Was will unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Was will unsere Anbetung haben? Was will, dass wir die Knie davor beugen? Angst? Sorge? Finanzielle Probleme? Krankheit? Schwäche? Mobbing?
Einsamkeit, Isolation, Distanz, Zwang, Beschränkung, Gebrechen, Schmerzen, Arbeitslosigkeit, Trauer? Was will gegen uns sein? Welcher Goliath erhebt sich gegen uns? Er wird fallen und wir werden stehen. Er wird vergehen und wir werden bleiben. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Sieger. Wir sind Kämpfer. Wir sind Überwinder. In ihm. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der helle Morgenstern, Alpha und Omega, einzigartig, unwiderstehlich, herrlich und mächtig, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vor ihm beugt sich jedes Knie, vor ihm bekennt jede Zunge, er ist der Herr. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Er allein ist der Herr. Er allein ist würdig. Unser König, unser Herr. Wir sind Gottes Volk. Wir beugen unsere Knie vor ihm und niemandem sonst. Niemandem sonst. Niemandem sonst in Ewigkeit.